Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte, dass der Europarat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen ein Mitglied einleitet. Und es trifft die Türkei. Auslöser ist der Fall des türkischen Kulturmäzens und Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala. Der 64-Jährige sitzt bereits seit mehr als 4 Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis. Zunächst war ihm vorgeworfen worden, er habe die gegen die Regierung von Präsident Erdogan gerichteten Gezi-Proteste in Istanbul 2013 finanziert und organisiert. Nach einem Freispruch wurde er kurz danach wieder festgenommen wegen angeblicher Spionage im Zusammenhang mit dem Putschversuch 2016. Der Europarat kritisierte Kavalas Festnahme als unrechtmäßig. Fragen wir nach bei unserer Türkei-Korrespondentin Julia Hahn in Istanbul. Julia, was könnte dieses Verfahren des Europarats gegen die Türkei konkret für Folgen haben? Also im schlimmsten Fall droht der Türkei der Rausschmiss aus dem Europarat und das wäre ein herber Imageverlust. Man muss wissen, der Europarat hat 47 Mitgliedstaaten und gilt als der Hüter der Menschenrechte in Europa und ist auch dafür zuständig, sicherzustellen, dass Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umgesetzt werden von den Mitgliedstaaten. Und genau das macht die Türkei hier nicht. Im Fall Osman Kavala fordert der Europäische Gerichtshof schon seit mehr als 2 Jahren dessen Freilassung und trotzdem sitzt Kavala auch weiterhin, ohne jemals verurteilt worden zu sein, in einem Hochsicherheitsgefängnis hier in Istanbul. Das heißt, jetzt wird der Druck erhöht. Aber die Frage bleibt natürlich, wird es denn so weit kommen, also bis zum Rausschmiss der Türkei aus dem Europarat? Solche Vertragsverletzungsverfahren, nach allem, was wir hören, können sich auch sehr lange hinziehen. Und jetzt hat die Türkei auch erstmal Zeit, bis zum 19. Januar auf die heutige Entscheidung zu reagieren und dann womöglich einzulenken und Osman Kavala freizulassen. Sein nächster Prozesstag ist nämlich auch im Januar. Und ist es schon abzusehen, wie die Reaktionen ausfallen? Gibt es schon Hinweise? Also, ob die Türkei da einlenkt oder nicht, Präsident Erdogan selbst hat ziemlich klar gemacht, dass er Osman Kavala gerne weiterhin im Gefängnis sehen möchte. Trotzdem, Menschenrechtler haben diese Entscheidung des Europarats heute begrüßt. Auch für Osman Kavala, seine Familie, seine Unterstützerinnen und Unterstützer ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer. Denn Osman Kavala selbst sagt ja, er habe jegliche Hoffnung auf einen fairen Prozess hier in der Türkei schon lange aufgegeben. Und es gab ja in der Geschichte des Europarats bislang erst einen ähnlichen Fall. Da wurde ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Aserbaidschan eingeleitet. Auch da ging es um einen, wie es hieß, politischen Gefangenen. Da wurde eingelenkt, der Mann wurde freigelassen. Und genau darauf hoffen natürlich jetzt auch die Unterstützerinnen und Unterstützer von Osman Kavala hier in der Türkei. Dem türkischen Präsidenten, dem schlägt ja auch im eigenen Land Kritik entgegen. Die Wirtschaft erholt sich nicht, die Löhne schrumpfen, die türkische Währung verliert weiter an Wert, die Ratingagenturen verlieren das Vertrauen. Wie eng kann das werden für Erdogan? Tatsächlich, laut Umfragen steht Erdogan derzeit so schlecht da wie noch nie in den vergangenen 18 Jahren. So lange ist er ja schon an der Macht hier in der Türkei. Das liegt vor allem an der schlechten Wirtschaftslage. Es wird bereits über vorgezogene Neuwahlen diskutiert. Die Opposition geht ihn auch immer härter an. Also eigentlich kann er sich einen Rauswurf aus dem Europarat nicht leisten. Das hätte ja auch Folgen womöglich für die Beziehung der Türkei zur Europäischen Union. Das würde den wirtschaftlichen Druck noch einmal mehr erhöhen. Das kann natürlich eng werden. Andererseits ist Erdogan auch als jemand bekannt, der sich schon aus sehr vielen Krisen herausmanövriert hat und es trotzdem geschafft hat, an der Macht zu bleiben. Also eine wasserfeste Prognose in der Hinsicht ist da schwierig. Ich danke aber fürs Beobachten und das werden Sie ja glücklicherweise auch weiter tun. Vielen Dank, Julia Hahn.